Das Coronavirus ist ein neuartiges Virus. Wie gefährlich es ist, kann man nicht genau sagen. Infektionen von Menschen mit Coronaviren sind meist mild. Was heißt denn mild? Das heißt, sie haben nur wenige Anzeichen der Krankheit. Häufige Anzeichen sind Fieber, Husten, Kurzatmigkeit und Atembeschwerden. Gibt es auch schwere Fälle? Leider ja, aber die sind eher selten. Das Virus kann eine schwere, akute Atemwegserkrankung verursachen. Besonders alte und kranke Menschen können sogar daran sterben. Wie wird das Virus übertragen? Meist überträgt ein Mensch das Virus auf einen anderen Menschen. Ansteckend sind vor allem Speichel, Nasenschleim, Hustenschleim, Harn, Stuhl, Blut. Was kann ich tun, um mich und andere zu schützen? Es ist wichtig, dass du in nächster Zeit ein paar wichtige Regeln befolgst. Erste Regel: Abschied, grüßen. Darf ich dir jetzt wegen Corona nicht mehr die Hand geben? Nein, aber es gibt andere Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel winken. Zweite Regel: Hände waschen. Wie wasche ich mir richtig die Hände? Wichtig ist, wasche dir mehrmals am Tag die Hände mit Wasser. Benütze eine Seife oder ein Desinfektionsmittel, das Alkohol enthält. Vergiss nicht die Daumen und die Zwischenräume der Finger. Wasche die Hände 20 bis 30 Sekunden lang. Dritte Regel: richtig niesen und husten. Und wenn ich husten oder niesen muss? Bedecke deinen Mund und deine Nase mit einem Papiertaschentuch und nicht mit den Händen. Wirf das Taschentuch gleich weg und wasche dir die Hände. Hast du kein Taschentuch? Niese und huste in deine Armbeuge, nicht in deine Hände. Vierte Regel: meide Menschenansammlungen. Darf ich jetzt gar nicht mehr hinausgehen wegen Corona? Wichtig ist, dass du große Menschenansammlungen meidest. Besuche ältere Freunde oder Verwandte eine Zeit lang besser nicht, sondern telefoniere mit ihnen. Was soll ich daheim die ganze Zeit tun? Plane deinen Tag. Du stehst auf, ziehst dich an, machst dein Frühstück. Du kannst auch ins Freie gehen und zum Beispiel lesen, Fernsehen oder am Computer arbeiten. Oder du machst etwas, was du dir schon lange vorgenommen hast, zum Beispiel aufräumen. Fünfte Regel: was tun, wenn ich Symptome spüre? Und wenn ich Anzeichen der Krankheit spüre? Bitte bleib unbedingt zu Hause. Gehe nicht zum Hausarzt oder in die Ambulanz. Bei Fragen ruft die Nummer 1450 an und dort sagt man dir, was du tun musst. Sechste Regel: Abschied, Verabschiedung. Wie verabschieden wir uns jetzt? Ich habe ein paar Ideen.